beste Leben. Das macht echt richtig Spaß. Nee, komplett den 0 von 5 Sternen. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei einem neuen YouTube-Video. Und zwar... Leon, du schnall dich doch an. Wie kann man sein Untermensch sein? Sieht man auch nicht allen Tagen. Ich erkläre euch gleich, was wir heute machen. Zuerst muss ich jetzt in meiner geheimen Garage meine Sonnenbrille in meinem anderen Auto holen. Ich glaube, ihr habt mein anderes Auto noch gar nicht gesehen. Ich habe mir ein neues Spaßfahrzeug geholt. Ah. Alter, wie bei GTA hier. Meine geheime Garage, da steht auch nur meine Auto. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Even with die Kenner unter euch kennen das Auto. Die, wo es nicht kennen, die sind keine Kenner. Okay. Das ist mein Spaßfahrzeug. Spaßfahrzeug. Der tropft ohne Ende da. Spaßfahrzeug. Wollt ihr einen Soundcheck? Okay, let's go. Okay. Also ich habe meine Sonnenbrille geholt. Dann fahren wir in die Schweiz, oder? Hey, wie spricht man es aus? Kur oder Chur? Chur. Schreib es mal in die Kommentare. Aber ich denke, das heißt einfach Kur. Jetzt schreiben sie einfach alle so mit CH rein, wie man es schreibt. Chur schreibt sie mit K, okay? Wenn man es so ausspricht, Kur. Und wenn man es Chur ausspricht, dann schreibt es mit CH und UH auf. Ah, geh weiter. Hast du ein Problem? Geh weiter. Ich habe heute Morgen nur überlegt, ob wir es echt auf seriös machen, mal mit so Punktevergabe und so Einteilung von Kategorien. Aber ich dachte mir wirklich, das sind eigentlich nicht wir. Ich glaube, wir machen einfach wie immer komplett random Ding. Ich habe gerade vorher überlegt, ob wir hier was essen, aber das können wir uns eigentlich nicht leisten. Weil wenn wir jetzt was essen, bekomme ich wieder kein Gehalt. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Mir hat letztes Mal jemand geschrieben, kommt der Arme jetzt endlich ein Gehalt? Und mit Arme warst du gemeint. Ach so. Die Frage beantworte ich jetzt. Leon bekommt mittlerweile ein solides Gehalt. Immer noch ein bisschen unterbezahlt, aber wir stehen ja auch noch ganz am Anfang, gell? Eben. Eben. Wir stehen noch in den Startlöchern. Und der Leon ist happy. Yo Leute, was geht ab? Wir sind hier in der Gondel. Wir testen heute den unbekanntesten Bikepark im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das wird ziemlich next level. Viele haben den nicht auf dem Schirm. Der hat kranke Features, ist super lang. Boy. Hat eine ziemlich alte Gondel, wo du dein Fahrrad an so Holzlatten hinhängst. Da habe ich ein bisschen Angst um mein Radl, aber hey, Holz ist immer eine gute Werkstoff. Sehr viel Platz, perfekt. Wir verraten euch nachher, wie der Park natürlich heißt. Wir machen das alles wie immer ein bisschen random. Wir testen jetzt halt mal so die Hauptstrecke, die ich für mich am coolsten empfunden habe im Internet. Ich habe ein paar Videos im Internet angeschaut von diversen anderen Fahrern. Grüße gehen raus an Remy Metayer, Marc Diekmann, Lukas Knopf. Die sind eigentlich immer so die Line-Fahren, die ich auch am coolsten finde. Und die testen wir heute, checken wir aus. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen höher als die Bikeparks, wo wir normalerweise testen, ausgenommen Hindelang. Das ist einfach gottlos. Bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt jetzt schon mal raten, wo wir sind. Vielleicht haben es manche schon auch erkannt. Ich habe jetzt so ein One-Way-Ticket nach oben gekauft, aber die Tageskarte liegt hier bei 48 Franken. Genau, pro Person. Leider gilt hier keine Gravity-Card. Super, super schade. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Aber 48 Franken finde ich schon ein bisschen viel. Wir haben jetzt nur ein One-Way-Ticket hochgekauft. Das liegt bei 26 Franken pro Person. Ist halt auch ein bisschen viel Geld. Aber wir machen ja nur einen Run, weil wir für euch Content sammeln und jetzt eine geile Zeit auf dem Radl haben, ein bisschen filmen. Wir haben den 25. September und wir haben, glaube ich, 20 Grad. Wunderschöner Sonnenschein in den Bergen. Ganz oben hat schon ein bisschen geschneit. Geile Saison war es auf jeden Fall. Und es wird jetzt auch noch richtig schön prime. Und hey Leute, ich habe hier Protektoren an, weil ihr euch immer beschwert habt, dass ich wie so ein Joey rumfahre. Ich habe einen Fullface-Helm an, richtig guten. Und neue Ewok Brustrückenpanzer. Ziemlich geiles Ding, sieht super stylisch aus und taugt mir echt gut. Okay Leute, soweit ich weiß, fahren wir jetzt die Strecke. Die heißt Rock'n'Roll, das ist die schwarze Strecke. Aber ich habe ein paar Videos angeschaut und die sah eigentlich ganz gut entspannt aus. Klar, ein paar fette Features sind drin, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall was. Was ich noch vergessen habe zu sagen, die Pflege von dem Bikepark macht komplett einen Verein. Hier alten Bikepark, ich glaube, der hat auch genau unterstützt uns beim Streckenbau. Sobald die PayPal haben, spende ich direkt. Auf jeden Fall richtig cool, wenn ein Verein sowas auf die Beine stellt. Ihr werdet es gleich sehen, das ist komplett next level. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass man sowas selber bauen kann und bauen darf.
Fahren wir los. Jo. Alten Bikepark. First run. Bisschen rutschig ist es noch, aber. Boah, geil. Das, was ihr selten im Bikepark findet, richtig, richtig geile Berms. Und ihr habt so perfekte Berms. Die sind schön steil, nicht viele Steine drin. Ihr könnt es da wahrscheinlich mit 100 Sachen reinheizen, wenn ihr die G-Kräfte standhalten könnt. Ich mit meinen Oberarmen kann das natürlich nicht. Also ich bin das vor 100 Jahren mal gefahren, das sah es aber noch komplett anders aus. Deswegen wird das alles heute eher ein bisschen gemütlicher und nicht so schnell. Aber trotzdem, ich gebe mein Bestes, Leon hinter der Kamera. Ich gebe immer mein Bestes. Perfekt. Nice. Wie gesagt, alles blind, aber es funktioniert echt gut. Schreibt es ihr mal in die Kommentare, würdet ihr so einen Drop springen? Ist das so eure Größe oder ist der ein bisschen zu groß? Auf jeden Fall krasse, zimmermännische Kunst. Krasses Ding, oder? Welcher Bikepark baut so ein Ding rein? Also richtig fett. Geiles Landing hier auch, die Turns, was das für Erdmassen, was da bewegt worden sind. Hut ab, alten Bikepark, well done. Wir sind jetzt, glaube ich, 10% von der Strecke hier gefahren und sind schon bei den krassesten Features vorbeigekommen. Geile Sharkfins, ultra, ultra coole Berms, coole Drops. Und jetzt hier natürlich das Sahnestückchen, wo ich auch einen hohen Puls hatte, wo ich das gerade gefahren bin. Ich glaube, ich hatte einen 160er Puls, weil ich kurz Angst hatte. Und bei G-Shock bekommt ihr jetzt mit dem Rabattcode CORBI10 10% auf eure Pulsuhr. Oder allgemein eine Uhr, glaube ich, ab Bestellwert 80 Euro oder so. Und dann kannst du auch euren Puls messen bei so Zeug. Jetzt habe ich gerade 120 Puls, weil ich noch ein bisschen angespannt bin von der Lage hier, weil ich schon lange nicht mehr so Zeug gesprungen bin. Geiles Norsha-Zeug, fetter Boner-Lock-Ding, wie nennt sich das? Drop-Kicker, was ist? Alles super safe gebaut und hier am Ende noch ein Holzkicker, wo ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan habe, weil ich irgendwie ein ganz anderes Setup wie sonst fahre. Also ich fahre alles ein bisschen weicher, weil ich die letzte Zeit nur Trails gefahren bin. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen so ein minimal over the bar gemacht immer. Aber jetzt, der letzte war eigentlich ganz geil. Jetzt ballen wir nochmal gleich einen raus. Und ich habe die neue GoPro Hero 12 dran. Könnt ihr mal schreiben, wie euch das Footage taugt. Das ist eine unbezahlte Werbung. Also GoPro, way to go. Maxmod, Hyperview, beste Leben. Bei Hochkant auch sehr gut, auch ja, sehr schön da. Schreibt in die Kommentare, ob wir es einblenden sollen. Dann mal. Blenden wir es jetzt ein. Let's go. Oh, nice. Oh. Ja, dann fahre ich nochmal, oder? Das macht echt richtig Spaß. Also, der Alpenbike-Parcours hat natürlich nicht bloß irgendwelche Jump-Sections und geile Sharkfins, sondern die haben auch richtig geile Natur-Sections. Also hier ein bisschen steinig. Ich bin ganz happy, dass ich mein Fahrwerk nicht irgendwie umgebaut habe auf so Sprungzeug, also härteres Fahrwerk, strafferes, sondern ich habe alles relativ schön weich. Und das kommt mir natürlich hier absolut zugute. Ich kann ein bisschen Autopilot fahren, kann es runterrollen lassen. War echt ganz geile Section. Und die fahren wir jetzt mal. Ich habe schon eine Line gesehen, wo vielleicht funktionieren könnte. Und das probieren wir jetzt. Einfach mal anschauen. Also die Aussicht ist halt wirklich komplett next level. Das ist so geil hier. Es ist echt komisch, dass man nicht hier öfter ist, weil von mir ist es wirklich maximal. Boah, ist das geil.
die Turn dran. Von mir ist das 1:10. Ja, also die Sprünge sind einfach perfekt, aber man muss sich das echt einmal davor anschauen. Nicht so wie ich jetzt hier blind runter, sondern einfach wirklich gescheit eine Upp. Kurzes Zwischenfazit. Kur Alpenbikepark, ultra, ultra geil. Seit langem mal wieder ein Bikepark, wo ich richtig, richtig Spaß habe. Geile, fette Sprünge oben, die Jumplines sind mega. Die Drops sehen ein bisschen scary aus und sketchy, sind sie aber absolut nicht. Hast geile Landungen, das ganze geile Zeug. Und ich würde Stand jetzt für den oberen Part, weil das war jetzt der obere Part sozusagen. Ich glaube, da gibt es noch zwei, drei andere Strecken. Jetzt, das war die Rock'n'Roll. Würde ich 4,5 Sterne geben. Ultra, ultra dope. Und wir fahren jetzt auf der blauen hier weiter. Und dann geht es auf die rote, glaube ich, weil die meisten filmen immer hier die schwarze. Aber die schwarze, finde ich, auf Videos sieht die irgendwie nicht so geil aus. Da sieht die rote und blaue besser aus. Da ist die Jumpline, Sharkfins, wie oben, super schnell. Das machen wir jetzt. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich finde es richtig geil. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie es ihr bis jetzt findet. Ob es euch taugt, ob es euch nicht taugt, ob euch das zu schwer ist, ob es zu einfach ist. Kommt vorbei. Alpenbike Parkour. Bester Laden. Let's go. Boah, ist das geil. Endlich geht es auf die blaue Strecke, Kurve Low heißt die. Aber ich habe das in Erinnerung, dass das so ein kranker Hasskanal ist. Oh. Boah, geil! Das ist ja auch mal wieder fett, aber das ist wirklich selber blind. Hier inside. Hoppa, hoppa. Oh. Puh, crazy. Also das Ballerstück, wo ihr jetzt gerade auf der GoPro gesehen habt, das war auf jeden Fall 100% Hindelang-Style. Das ist unsere neue Kategorie, Hindelang-Style. Sölden-Style ist so flowig. Was ist Abfuckster? Ja, kann ich nicht bringen. Ich hätte was auf der Zunge gehabt, aber ihr könnt es euch vielleicht denken. Wir haben noch keinen Bikepack-Check da gemacht. Piep! Es ist wirklich geil, wie gut die Kickerboards sind. Also auch gerade für Anfänger oder auch für Profis, ist gerade egal. Oder fortgeschritten, so wie ich. Anfänger, so wie ich. Genau. Die Anleger, das ist halt echt, wenn du da reinschepperst, da hast du 100 G-Kräfte. Richtig geil, weil man halt eigentlich nicht bremsen muss und perfekte Brab-Turns. Aber die sind so gut gebaut, dass es nicht mal brabt, weil du einfach da perfekt reinfällst. Genau, aber ihr braucht halt echt ein bisschen hier Körperspannung. Übrigens, wollt ihr so ein Video haben, wie ihr im Winter fit werdet? Nein, aber sag weiter. Ich habe einen guten Kollege, der kennt sich da gut aus. Und dann würde ich euch mal zeigen, hey, wie trainiere ich, wie werde ich mal wieder richtig fit? Ernährung, technisch, radeltechnisch. Muskelaufbau technisch. Genau. Tschüss. Aber ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil die Leute denken nur, wir fressen nur so Zeug. Aber ich fress wirklich, ich friss erstens nicht, ich esse. Okay. Und ich esse fast nie so Zeug, also wirklich selten. No joke. Das Ding ist, wir stehen immer so unter Stress hier beim Box. Genau. Und wir blenden das nur ganz kurz diesmal ein. Okay. Und das kriegt auch alles von uns einfach das Essen. Es kommt eine komplette 0 von 5 Sternen. 12 seconds later. Was willst du haben? Oh, wow. Das geht echt nicht mehr. Hier steht, das hängt. Bitte, unbezahlte Werbung, bitte sponsert uns, Selecta, Bruder. Das kann man niemals alles reinschneiden, wirklich. Nö. Hey, ist das wirklich gottlos?
Weil? Ich bin meinen Job los. Machen wir das Fazit vom heutigen Bikepark-Check. Schreibt es mal in die Kommentare, wer von euch kennt diesen Park? Wer von euch war da schon mal? Wie findet ihr den? Also ich war echt mal wieder super stoked, wie gut der in Schuss ist. Klar, die Gondel unten fährt nur alle 20, 30 Minuten, glaube ich. Da müsst ihr halt immer ein bisschen timen oder halt einfach nur oben den ganzen Tag fahren, weil oben ist eigentlich auch das richtig geile Zeug, finde ich. Ich werde auf jeden Fall wieder zurückkommen und der Bikeparcours bekommt von mir erstmalig 4,5 Sterne! Also er bekommt 4,5 Sterne von mir. Geiler Park. Wie viel bekommt er von dir? Hat es dir auch gefallen, Leon? Ich gebe 4,3 Sterne. Perfekt, perfekt. Einwandfrei. Super. Wenn es euch getaugt hat, das Video, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst irgendwie, was man auch da lassen kann bei mir. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht mal eure Home-Trails checken soll. Natürlich am besten nur legale Trails, sonst gibt es wieder Ärger. Wenn es geschlossene Strecke ist oder genau, privat, geht's auch. Geht auch, geht auch. Das war's mit dem Video. Und ich wollte noch was sagen. Nichts. Gar nichts mehr. Perfekt, danke. Meine Brüder und Schwestern, Kuss geht raus. Ciao, ciao.